Hallo, ich bin Stefan Lacan, Regisseur von Freier Fall und wir planen jetzt eine Fortsetzung. Freier Fall war damals eine Low-Budget-Produktion und es war ein Herzblutprojekt für alle. Alle haben für wenig Geld gearbeitet. Was für uns, glaube ich, das Bewegendste war letztendlich, dass wir einen Film gedreht haben, der zwar in Deutschland auch ein Erfolg gewesen ist und die Menschen berührt hat, aber vor allen Dingen wirklich noch Grenzen in die ganze Welt hinaus gesprengt hat. Das spricht einfach dafür, dass wir genau den Nerv getroffen haben. Also mit einer universellen Geschichte, die halt abgesehen davon, dass sie in einer Region stattfindet, die kaum einer von diesen Leuten kennt, einfach funktioniert und einfach echt war. Den zweiten Teil wollen wir größer erzählen und dafür brauchen wir eure Hilfe. Es geht um 3 Millionen Euro. Es gibt ja viele Geschichten, die auch das Grundthema von Freier Fall haben, das heißt eine Coming-out-Geschichte zu erzählen. Und es gibt ganz wenige Filme, die eigentlich das danach erzählen. Was führt er jetzt für ein Leben und was passiert denn da und sehen die sich wieder und wie führt jeder nach so einem Erlebnis sein Leben weiter? Vielleicht gibt es die Gefühle auch gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es ein Happy End geben wird. Es sind 5 Jahre vergangen, die haben sich vielleicht nicht gesehen und jetzt bringt man die wieder zusammen. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wieder anzudocken? Gibt es da noch diese Energie, diese unglaubliche Liebe von damals? Die Spannung selber ist ja das auch die Hauptmotivation, warum man überhaupt ins Kino geht. Das finden wir auch nochmal spannend, sich wirklich diesem Thema zu widmen und da viel tiefer noch eigentlich in die Figuren einzusteigen. Und auch wirklich mal zu gucken, wenn man falsche Abwege in seinem Leben genommen hat, wie das Mark zum Beispiel genommen hat, der sich Kai gegenüber verschlossen hat, aus Angst nicht da reinzugehen. Und wie sehr ihn das beschäftigt, vielleicht ein Leben lang. Und wenn man vielleicht nochmal die Chance sucht, die ultimative Liebe irgendwie doch zu finden. Ja, ich denke, die Zuschauer erwarten zumindest, dass wir uns selber treu bleiben. Also unserem Verständnis davon, wie wir Film machen und was wir erzählen wollen. Ja. Als Regisseur kann ich nur sagen, dass es ein absolutes Geschenk ist, mit 2 Darstellern wie Max und Hanna zusammenzuarbeiten, die sich voller Leidenschaft kompromisslos in ihre Rollen geben und die darüber hinaus miteinander eine Wahnsinnsenergie haben, die man so einfach ganz selten erlebt im Film. Hast du auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Du Saude! Na klar haben wir Angst. Wir haben auch viel drüber nachgedacht. Machen wir das, machen wir das nicht? Sind wir bescheuert? Aber ich finde, als Künstler musst du auch mutig sein. Wir versuchen, diesen Film über Crowdfunding zu finanzieren, damit wir einfach freier und unabhängiger sind. Unser Zeitplan ist, dass wir dieses Jahr noch das Drehbuch schreiben und den Film 2018 produzieren und Ende des Jahres ins Kino bringen können. Die Fortsetzung von Freier Fall ist uns genauso eine Herzensangelegenheit wie euch und deshalb lasst uns gemeinsam dieses Projekt möglich machen. Danke für eure Unterstützung.